Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber und alle, die es noch werden wollen. Ja, jetzt sind wir schon 15 Tage am Leben. Das ist bis jetzt, glaube ich, die längste Zeit, die ich überlebt habe. Wir haben auch unsere alten Crafting-Sachen wiedergefunden, unsere Maschinen wiedergefunden, nach langem, langem Suchen. Und wir machen uns natürlich gleich weiter daran, wieder ein paar Sachen zu craften, um sie dann weiter zu verarbeiten. Und dann mal schauen, wie weit wir kommen, was uns noch alles passiert. Vielleicht schaffen wir es auch irgendwann in einer Folge mal, den Baum, der uns da verfolgt, zu bekämpfen. Aber erstmal sammeln wir ein paar Mats. Ganz dringend brauchen wir auch wieder was zu essen, denn wie wir da sehen können, wir kriegen immer mehr Hunger und unser Verstand wird auch langsam wieder schlechter. Den sollten wir vielleicht im Moment aus dem Weg gehen. Die waren ja in der letzten Folge doch ja, in der Brumpf, das hat man gesehen an den roten Hintern. Okay, habe ich da schon? Ah ja, da habe ich schon 20 Stück von. Dann kann ich da nichts mehr sammeln. Kann ich die noch einsammeln? Ja, die kann ich noch einsammeln. Da kann man es wunderschön sehen. Der Hintern ist rot und dann sollte man wirklich die Beine in die Hand nehmen und flüchten gehen. Und jetzt, ja, jetzt hängt er da natürlich genau da, wo ich jetzt eigentlich hin wollte. Ja, da gehst du richtig. Legen wir mal da eben ab. Samen kann ich noch sammeln. Sehr gut. Da kann ich was Neues lernen. Rucksack kann ich schon. Was ist das? Ein Wärmestein. Und hier kann ich lernen einen Schachbrettboden. Schön karierte Marmorfliesen. Ja, könnte ich, will ich jetzt aber noch nicht. Ich denke mal, das hat noch Zeit. Ich versuche jetzt erstmal zu gucken, dass ich hier das hätte ich doch gleich essen können. Ja, genau. Nein, ich werde jetzt erstmal versuchen, dass ich mir bessere Rüstung zusammen crafte und zusammen bastel. Denn wenn wir jetzt so weitermachen, dann dauert das nicht lange und dann sind wir tot. Und zwar wirklich tot. Ja. Ach, wir hatten doch hier auch irgendwo
Hatten wir hier nicht irgendwo einen Kaninchenbau ausgelegt? Also ich meine, wir hätten irgendwo einen Kaninchenbau ausgelegt. Ich weiß nur nicht mehr, in welcher Richtung der war. Da. Habe ich noch eine Karotte? Nein. Leider nicht. Dann legen wir das. Legen wir den Kaninchenbau jetzt mal so aus. Ich muss jetzt sowieso zu meinem Feuer. Dann passt das auch. So, wo haben wir das Kaninchen? Da haben wir das Kaninchen. Was mir jetzt aber nicht wirklich viel gebracht hat. Ich habe auch nichts Essbares mehr. Nicht wirklich. Dünger, was haben wir da noch? Ein Seil, verdorbenes Essen. Das lassen wir mal fallen. Suchen wir uns lieber was Neues. Oh, da gibt's Gold. Gold, Gold ist gut. Gold ist gut. Was haben wir da? Ne, Verdorbenes brauche ich nicht. Rucksack. Da habe ich noch ein Seil. Ja. Ich weiß, ich kriege langsam Hunger. Ich finde hier nur, da ist eine Karotte, sehr gut. Okay. Was ist das? Das ist eine Blume. Wo war jetzt der Kaninchenbau? Der war auch hier. Ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen verpeilt. Ja, ich kann mir das irgendwie nie so gut merken. Aber da ist auch leider nichts drin.
Und ich finde zu wenig. Oh. Oh oh. Die haben sicher alle noch einen roten Popo. Da ist was zu essen. Ja, es geht alles irgendwie sehr schleppend voran. Nachdem ich jetzt ja ein paar Mal gestorben bin, geht es alles wirklich sehr, 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 sehr schleppend voran. So, eigentlich sollte man das kochen, aber da ich versuchen will, meinen Hunger zu stillen, was ist das denn? Aha. Okay. Ja. Was passiert, wenn ich da hingehe? Das will ich jetzt lieber nicht ausprobieren. Nein. Das probiere ich jetzt nicht aus. Oh, da ist eine Tür. Ja, da kann man aber leider nicht reingehen. Kann man da reingehen? Mal gucken. Auch nicht wirklich. Okay, gehen wir mal raus hier aus dem Wald. Und dann machen wir uns erstmal ein kleines Feuerchen. Kann ich mir so eine noch herstellen? Habe ich noch genug? So, wir basteln uns ein neues Feuer. Da reicht auch diesmal das kleine. Nee, das ist Brennmaterial. Okay. Blumen kann ich noch mal nehmen. Kann ich die kochen? Nein, das ist auch Brennmaterial sonst. Naja, das passt mir eigentlich nicht wirklich, dass ich jetzt hier anfangen muss, die Blumen zu essen. Thank you.
So, Holz. Da habe ich Holz. So, damit sind wir bei Tag 16 angekommen. Also wir sind jetzt schon seit 16 Tagen am Leben. Ich denke mal, ich ziehe das jetzt noch durch, so lange, bis ich wirklich das nächste Mal sterbe. Und dann mache ich einen Schlussstrich unter dieses Let's Play. Also versuche ich, wenn ich auch nicht wirklich was reiße, versuche ich doch so lange wie möglich noch am Leben zu bleiben. Und ich sage damit Tschüss jetzt mit Beginn des 17. Tages. Und wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns. Ciao, ciao.